Sätze vor meiner Person. Im letzten Drittel haben wir ein paar unschöne Szenen auf der Tribüne gesehen. Da möchte ich mich im Namen, ich denke, beider Vereine von distanzieren. Sowas gehört nicht zum Sport, schon gar nicht zum Eishockey. Wir wollen alles versuchen, sowas möglichst fair von uns zu halten, denn das kann uns so schaden. Vor allem vom Image. Ich habe gerade draußen noch zwei, drei Sätze aufgeschnappt, wo der eine Fan zu dem anderen sagte, aber wir gehen dann am Montag trotzdem hin, oder? Das hoffe ich natürlich, dass die Zuschauer am Montag wiederkommen. Wir brauchen die Unterstützung und ich denke, dem Eishockeysport allgemein kann sowas nur schaden. Da wollen wir auch versuchen, irgendwo die Verursacher dingfest zu machen. Nun zum Sportlichen, weil es ist das Wichtige am heutigen Abend. Rosenheim hat 3-2 gewonnen. Franz, zum Anfang deine Worte zum Spiel, bitte. Ja, erstmal schönen guten Abend, ich komme nur anschließen und mich entschuldigen, wenn es von Rosenheim ausgegangen ist. Es sind immer dieselben Patienten, am besten ist ja, lasst es nicht rein, die was irgendwas sowas machen, weil das wollen wir auch nicht. Wir wollen einen sauberen Sport und die Zuschauer sollen auch da sicher im Stadion sein. Zum Sportlichen, ja, wir sind natürlich froh, dass wir gewonnen haben. Wir haben sehr schwere Serie gegen Nauheim gehabt, immer bis ans Limit gehen müssen. Das war sehr hart. Wir sind dann hier angereist, schon am Dienstag, haben hier einmal trainieren können. Und ja, und die Verzögerung heute, wir waren schon um 4 Uhr im Stadion, weil wir aus dem Hotel raus haben müssen. Das war natürlich nicht so gut. Die Mannschaft ist wieder sehr ans Limit gegangen, wobei wir teilweise die einfachen Dinge wieder vergessen haben zu machen. Und Herne hat aufgrund des Kaders, glaube ich, eine sehr gute Leistung gebracht. Und wir haben ein Spiel, das sagt jeder Trainer in der Playoff, das ist nur eins. Und wir haben noch 4. Und nicht mehr und nicht weniger.
Nachher war es dasselbe, wir sind nach Hause gefahren, haben uns die Welt schon scheiße und was weiß ich alles hingeschrieben und schämt euch. Wenn wir 7-2 verloren gehabt, habe ich gesagt, Jungs, es ist nur ein Sprint. Da ist die Höhe nicht entscheidend, nur der Sieg. Und wir sind glücklich, heute gewonnen zu haben und wir werden uns ja noch mindestens 2, 3, 4, weiß man es noch, die hoffen wir uns sehen. Und ich hoffe, wir gehen als Sieger raus. Danke. Schön, zu Hause erst hinten zu liegen und dann Ausgleich. Kurz Fazit vom Spiel von einer Person. Ja, ich meine, du hast das erste Spiel in der Playoff-Series Heimspiel. Du musst gewinnen. Jetzt wie heute Abend, ich denke, es ist ein gutes Spiel. Tolle von beiden Mannschaften und gute Arbeit, gute Taktik von beiden Mannschaften. Aber ja, du musst gewinnen. Heute Abend, wir haben nicht. Aber ein großer Punkt, dass Mark Kasek und Darren Doherty gucken nicht so nicht schlecht. Keine Ahnung, in einer Stunde, du musst fragen mit Darren. Ich denke, es ist eine andere Antwort, aber für das Spiel ist sehr gut. Und ja, ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr Glück und, auf Samstag, aber wir haben eine große Chance heute Abend und natürlich nicht so gut für die Mannschaft, aber wir müssen lernen, jeden Spiel. Wir müssen lernen. Und ich denke, heute Abend, wir lernen ein paar große Lessons und hoffentlich wir nicht vergessen für nächste Spiel. So, kommst gut zu deinem Hause und wir gucken forward für das Game an Samstag. Ich denke, es ist ein großer Krieg, wir müssen gewinnen.